Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Die liebe Anne vom Kanal Literaturlärm hat mich gebeten, die Fragen ihres letzten Texts oder eine ihrer letzten Texts zu beantworten. Und dieser Bitte möchte ich natürlich sehr, sehr gerne nachkommen. Und zwar handelt es sich um die neuen Fragen des WeRead-Tags. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los mit den neuen Fragen. Aber bevor ich das tue, fand ich es mal wieder sehr interessant, wie der Zufall mal wieder so spielt. Und zwar habe ich vor kurzem, naja, eigentlich ist es schon im Moment her wieder, überlegt, ob ich das Jahr 2021 zu einem Reread-Jahr mache. Und zwar, weil ich einfach gerne nochmal so einige Bücher wiederholt lesen möchte, habe mich aber noch nicht so hundertprozentig entschieden, ob ich das wirklich tun möchte. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch sehr gerne die Fragen des Texts jetzt beantworten. Und legen wir einfach los mit der ersten Frage. Die erste Frage möchte gerne wissen, wo würdest du dich einordnen beim wiederholten Lesen oder beim Rereaden? Und zwar zwischen fast nie und die ganze Zeit. Aktuell würde ich mich einschätzen, dass ich eher in die Kategorie gehöre fast nie. Das ist zum einen daran geschuldet, dass ja mein Sub relativ hoch ist, wie der ein oder andere weiß, und man da tatsächlich immer den Büchern Vorrang gibt, die natürlich auf dem Sub liegen. Was ich zum einen absolut berechtigt finde von meiner Position aus und ich auch immer wieder Lust habe auf neue Geschichten zu entdecken und vielleicht auch ein neues Lieblingsbuch zu entdecken. Auf der anderen Seite finde ich das sehr, sehr schade, weil ich ja gerne die Geschichten, die ich gemocht habe, mal wieder entdecken möchte. Und deswegen kam auch der Gedanke auf, ob ich nicht das Jahr 2021 zu meinem Reread-Jahr machen möchte und die eine oder andere Geschichte mal wieder für mich entdecken möchte, mal wieder lesen möchte und mal sehen möchte, ob sie mir genauso gut noch gefallen wie beim ersten Lesen. Die zweite Frage möchte wissen, hat sich das in deinem Leben geändert? Also ich würde sagen, als Kind habe ich deutlich mehr Geschichten wiederholt gelesen tatsächlich. Aber das liegt ja zum einen daran, dass man ja nicht dauerhaft oder nicht die Möglichkeit hat, sich ständig neue Geschichten zu besorgen oder zu kaufen, sondern wahrscheinlich eher immer auf die Geschichten zurückgreift, die man einfach hat und die man da hat und die man gerne hat. Und ab dem, ja ich würde sagen, so jugendlichen Alter ist es dann eher so gekommen, dass ich immer eher zu den neueren Geschichten gegriffen habe, als Geschichten zu lesen, die ich bereits kenne. Das heißt aber nicht, dass ich nicht schon in meiner Jugendzeit auch mal Geschichten gelesen habe, die ich ja bereits kenne. Und jetzt in der jetzigen Situation, also in meinem jetzigen Lebensalter, würde ich sagen, dass das immer noch gleich geblieben ist, dass ich immer noch eher zu den neueren Geschichten tendiere. Aber wie gesagt, ich finde, dass man durchaus Geschichten nochmal neu wiederentdecken kann, auch wenn man sie bereits kennt, vor allem weil ja sich die Lebenssituation geändert hat, vor allem weil die Erfahrung eine andere ist und ich es sehr, sehr spannend fände, nochmal zu schauen, ob ein Buch, was einem gefallen hat, tatsächlich ja immer noch gefällt. Die dritte Frage. Wann liest du noch einmal unmittelbar nach einer Lektüre, Jahre später oder wenn die Stimmung passt? Also, wenn ich mich jetzt bei diesen drei Antworten entscheiden müsste, dann wahrscheinlich Jahre später. Und ich überlege gerade, ob ich mal ein Buch gelesen habe, was ich direkt im Anschluss gelesen haben könnte, aber ich glaube, das ist noch nie passiert, dass ich ein Buch zugeschlagen habe und es direkt nochmal von vorne gelesen habe. Nee, eigentlich ist das bei mir noch nie passiert. Also ich würde eher tendieren zu Jahre später. Obwohl ich tatsächlich auch finde, wenn die Stimmung passt, eine sehr, sehr gute Antwort ist. Weil manchmal gibt es ja so Situationen, wo man auf eine bestimmte Geschichte ja, Lust hat oder die Stimmung passt. Und ich bin dann noch jemand so, der das
der dieser Stimmung manchmal überhaupt nicht folgt und dann trotzdem eher wieder zu den Subbüchern greift, als zu einer Geschichte, die ich bereits kenne. Ich glaube, ich muss für mich mal so ein bisschen den Weg finden, zu Geschichten zurückzugreifen, die ich bereits kenne und auf die ich unheimlich viel Lust habe. Ich meine, es ist ja überhaupt nichts Schlimmes dabei, ein Buch nochmal erneut zu lesen. Überhaupt nicht. Ich finde das sogar schön, wenn man Geschichten immer wieder lesen kann und sie einem immer wieder entzücken. Und ich glaube, ich muss dann nochmal an mir so ein bisschen rumdoktern, sage ich mal, oder rumexperimentieren, wie das für mich am besten passt. Die vierte Frage: Warum liest du Bücher noch einmal? Also ich glaube, wenn ich Bücher nochmal lese, ist ja natürlich auch schon mal vorgekommen, aber vorkommen tut sie tatsächlich, also jetzt immer häufiger ist es halt einfach vorgekommen, dass ich die ersten Bände einer Reihe nochmal gelesen habe, um ja wieder in die Reihe reinzukommen. Und das ist aktuell mit der Hauptgrund, warum ich Bücher nochmal lese. Aber ich würde halt einfach gerne dazu überkommen, wie ich gerade in der Antwort vorher gesagt habe, dass ich einfach nach Stimmung lese, wenn ich auf die Geschichte Lust habe oder mich die Geschichte vielleicht fröhlicher machen würde oder was auch immer, dass ich mehr dahin tendieren möchte oder beziehungsweise mich dahin leiten lassen möchte, mich so ein bisschen durch mein Bücherregal je nach Stimmung leiten möchte. Und ja, das beinhaltet halt eben auch Bücher, die ich bereits, oder Geschichten, die ich bereits kenne. Und darum würde ich gerne Bücher nochmal lesen. Die fünfte Frage: Wie liest du Bücher, die du bereits gelesen hast? Schneller, langsamer oder nur den besten Teil? Also ich würde sagen, dass ich die Bücher tatsächlich ganz normal lese, als würde ich die Geschichte noch nicht kennen, also in normaler Geschwindigkeit, sage ich mal. Die sechste Frage: Was liest du in der Regel erneut? Das habe ich ja vorhin fast schon beantwortet, und zwar, wenn ich jetzt in dem Ist-Zustand bin, einfach vor allen Dingen Bücher, die von einer Reihe sind, also die ersten Bände meistens nochmal und dann danach, um einfach nochmal in die Reihe reinzukommen, wenn ich denn große Lust dazu habe und ich mir nicht nur eine Zusammenfassung lesen möchte. Was ich natürlich auch schon mehrmals gelesen habe, sind natürlich so die Klassiker wie Harry Potter. Ich denke, den hat schon jeder mehrmals gelesen. Vor allem, weil ich mir vor allen Dingen auch die Schmuckausgaben zugelegt habe. Und da guckt man automatisch in das Buch rein und liest es einfach nochmal, weil man möchte ja das Buch auch nochmal entdecken mit den schönen Illustrationen. Und von daher ist das auch so ein Kandidat, den ich schon mehrmals gelesen habe. Und eigentlich ist es willkürlich. Also ich bin weder Autoren gebunden noch Genre gebunden. Also wenn man jetzt mal von den Reihen, weil wenn man Genre-Reihe jetzt mal als Genre sagen will, dann tendiere ich wahrscheinlich eher mehr zu Genre, weil ich mehr die Reihen von vorne nochmal begonnen habe. Siebte Frage: Gibt es ein Buch, das du beim erneuten Lesen besser gefunden hast? Das finde ich echt eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das setzt ja voraus, dass man ein Buch nochmal lesen würde, was einem nicht so gut gefallen hat. Und ein Buch nochmal zu lesen, was einem nicht so gefallen hat, finde ich sehr, sehr schwierig, weil man ist da ja tatsächlich etwas voreingenommen. Aber mir ist noch kein Buch untergekommen, was ich nochmal gelesen habe und mir dann besser gefallen hat. Weil ich glaube, ich würde mich auch nicht dazu bringen können, ein Buch zu lesen, was mir so noch nicht gefallen hat oder nicht so gut gefallen hat. Obwohl, es könnte natürlich auch ein Buch sein, was ein gutes Buch ist, aber noch nicht ein hervorragendes Buch, sage ich mal, und es dann quasi viel, viel besser ist in der Stimmung. Nee, aber das ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen, aber wie gesagt, ich lese ja auch nicht so oft wiederholt. Die achte Frage, oder genau das Gegenteil, also ein Buch, was du beim erneuten Lesen schlimmer fandest oder schlechter fandest, das finde ich auch eine sehr interessante Frage, weil ich kann mir vorstellen, dass man einige Kritikpunkte vielleicht mehr entdeckt, aber das ist gleich
schlechter wird, ist mir noch nicht untergekommen. Ich glaube auch immer, wenn ein Buch einem gefällt, dann ist es ja auch so, dass, und man es erneut liest, dass man ja eine bestimmte Erwartungshaltung hat, beziehungsweise man weiß auch, was einem zukommt und man da sich bestimmt ja, auf bestimmte Elemente auch freut. Und von daher kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass bei mir mal ein Buch existieren sollte, wo ich das gut fand und dann schlechter fand. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht so wahnsinnig viel wiederholt gelesen, dass ich sagen könnte, dass ich jetzt ein Buch gut fand und dann schlechter fand. Ich überlege gerade, nee, eigentlich nicht. Die neunte Frage, und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage, und die lautet: Welches Buch hast du am meisten gelesen? Wenn man mal jetzt von den Kindernbüchern wegsieht, würde ich fast sagen, dass es Harry Potter einfach ist. Harry Potter einfach wiederholt gelesen, je nach Stimmung. Und ja, ich glaube, ich kann mir fast vorstellen, dass es tatsächlich nur Harry Potter ist. Und ja. Aber ich überlege gerade, dass es tatsächlich Percy Jackson werden könnte auch bald, weil Percy Jackson in der ersten Ausgabe, also der Dieb im Olymp, ist auch ebenfalls in der Schmuckausgabe erschienen, und von daher kann das auch bald mit Harry Potter konkurrieren, weil ich mir vorstellen kann, dass ich auch die Percy Jackson Reihe von Rick Riordan nochmal lesen werde von Anfang an, und ja, vielleicht konkurriert es ja mit Harry Potter. Mal sehen. Das waren nun die neuen Fragen des Reread-Tags, und ich habe sie sehr, sehr gerne beantwortet, auch wenn ich jetzt nicht der große wiederholte Leser bin. Aber wie ich schon sagte, vielleicht mache ich das Jahr 2021 zum Reread-Jahr. Und wenn ich mich dafür entscheide, werdet ihr das definitiv an entsprechender Stelle erfahren. Und ich möchte natürlich noch sehr gerne ein paar liebe Menschen bzw. Booktuber taggen, die diesen Tag ebenfalls gerne mitmachen möchten. Natürlich ist keiner gezwungen dazu, aber ich würde mich freuen, wenn ihr die Fragen ebenfalls beantworten würdet. Und wen ich genau tagge, das blende ich jetzt hier schnell ein. Und mich würde zum Abschluss noch interessieren, welches Buch ihr denn am meisten gelesen habt und warum, aus welchen Gründen, beziehungsweise ob ihr überhaupt wiederholte Leser seid. Wenn ihr mir diese Fragen unten in den Kommentaren beantworten würdet, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten kann ich euch jetzt nur noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden wünschen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!